Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. dem Beginn einer kleinen Videoreihe, die ich geplant hatte. Und zwar zum College of Wizardry Nibelungen. Das habe ich ja tatsächlich schon angekündigt, dass ich dazu euch auf jeden Fall einige Infos geben wollen würde. Und dazu werde ich eine kleine Videoreihe starten. Ich hatte ja am Anfang überlegt, ob ich das vielleicht in einem ganzen Video, also in ein großes Infovideo packe. Und Sorian hat mir dann den Tipp gegeben, dass ich das doch einfach unten in der Videobeschreibung sozusagen aufsplitten könnte und die Zeiten hinschreiben könnte, zu welchen Zeiten man die verschiedenen Infos findet, für den Fall, dass einen von euch eine bestimmte Info eigentlich gar nicht interessieren sollte oder so, dass man dann einfach das Ganze überspringen kann. Während der Infosammlung habe ich dann jetzt aber gemerkt, dass dieses Video mindestens 2 Stunden lang werden würde, weil ich einfach mega viele Infos zusammengesammelt habe. Nicht nur reine Pflichtinfos, sondern auch einfach Infos, die euch vielleicht auch so an sich interessieren könnten. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, dass wahrscheinlich ein Einzelvideo doch viel zu lang werden würde. Und habe mir gedacht, so die Einzelvideos zu den einzelnen kleinen Kategorien werden wahrscheinlich auch schon relativ lang. Das heißt, so je nachdem, wie viel Info ich da bekomme, werdet ihr 5 bis 15 Minuten Videomaterial haben pro Infokategorie, sage ich mal so, ne? Dadurch, dass es relativ viele Kategorien gibt, ich manche auch ein bisschen zusammengepackt habe, dachte ich mir, dass eine kleine Videoreihe da wahrscheinlich sinnvoller wäre. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, findet sich oben in der Sidebar, da findet sich ein kleiner Button, wo Playlists draufsteht. Playlists sind Listen, in denen man bestimmte Videos einfach in einer kompletten Liste hintereinander weggucken kann. Für den Fall, dass das jemand noch nicht wissen sollte. Eigentlich glaube ich, dass ihr das alle wisst, aber sicher ist sicher. Und ja, wenn ihr da auf Playlists geht, findet ihr da ab jetzt auch eine Playlist mit dem Titel College of Wizardry Nibelungen. Das ist die Playlist, die zu dieser Videoreihe gehört. Das hier ist quasi nur eine Einführung, um euch kurz zu erklären, was das genau ist und wie das Ganze strukturiert sein soll. Denn das Ganze soll schon ein bisschen Struktur haben. Ich hoffe nämlich, dass ich euch damit halbwegs ein bisschen durch diese Infos durchlotsen kann. Es ist nämlich teilweise ziemlich kompliziert, was die sich da so zusammengereimt und ausgedacht haben. Aber wenn ihr auf diese Playlist geht, könnt ihr euch die Videos hintereinander alle anschauen. In den Titeln werdet ihr immer entnehmen können, worum es in dem Video geht. Wenn ihr euch dann entscheiden solltet, okay, das ist jetzt eine Kategorie, die interessiert mich nicht so, könnt ihr dieses Video einfach überspringen und direkt zum nächsten übergehen. Das ist wahrscheinlich noch mit die sinnvollste Lösung dafür. Und ich würde sagen, das werde ich dann auch so handhaben. Ich wollte euch jetzt so eine kurze, ich sag mal so eine kurze Zusammenfassung von dem geben, was ich euch da denn so im Groben erzählen möchte. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Infosammlung. Das heißt, so 2 bis 3 Themen werden noch dazukommen, die ich hier noch gar nicht genannt habe. Aber dazu komme ich dann später vielleicht nochmal. Ich werde hier unten in der Ecke, hier so, da, hier so. Hier in der Ecke werde ich so ein kleines Fenster haben. Das versuche ich mit OBS ein bisschen hinzubekommen, indem ich euch gelegentlich Bilder aus dem Design-Dokument zeigen kann. Das ist halt wirklich als PDF auf meinem PC bzw. im Internet zu finden. Und da würde ich euch dann ganz gerne hin und wieder Bilder zu zeigen. Die werde ich dann hier in so einem kleinen Fenster einblenden. Ansonsten wird das Fenster wahrscheinlich entweder schwarz oder gar nicht da sein. Es wird auch Videos geben, in denen ich überhaupt keine Bilder zeigen muss, sondern das mit meinen gezeichneten Clustern oder so mache. Es gibt tatsächlich auch, also ich habe mich ein bisschen künstlerisch betätigt hier. Und das sieht teilweise doch ein bisschen verwirrend aus. Aber ich versuche euch das alles zu erklären, sodass ihr es versteht. Betonung liegt auf Versuchen. Ich gucke mal eben, wo meine Infos hier anfangen. Das wird nicht die Reihenfolge sein, in der ich die Infos euch geben werde. Aber ich will versuchen, das so ein bisschen, euch da so ein bisschen eine Aufteilung zu geben. So, beginnen wird es mit die Welt der Magie und die Welt selbst. Sprich, die Welt, in der das ganze College of Wizardry Nibelungen spielt. Das ist ja ein LARP, das bedeutet, es hat eine eigene Welt, in der es spielt, die allerdings parallel zu unserer Welt existiert. Darauf gehe ich später dann auf jeden Fall nochmal genauer ein. Das ist auf jeden Fall das erste Video, das ihr sehen werdet, in dem ich euch Infos zu der Welt gebe, in dem das Ganze spielt. Das zweite wird das Nimbus sein. Das Nimbus ist das, jetzt muss ich kurz ablesen,
Das Nibelungen-Institut für magische Bildung und Studien, kurz Nimbus. Genau. Das Nimbus ist quasi der Ort, an dem das Ganze spielt. Das Schloss, das Institut, die Schule, an der das spielt, nennt sich im Prinzip Nimbus. Und um euch da über den Aufbau dieses Nimbus gewisse Informationen zu geben, darum wird es im zweiten Video gehen, wahrscheinlich, um euch einfach zu erklären, wie die Schule aufgebaut ist. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Da gibt es im Inneren nochmal drei Institute und dann gibt es bestimmte Pfade und bestimmte Lehrgänge, die man wählen kann und muss. Und das ist alles so ein bisschen, naja, ich musste mir das auch zwei, dreimal durchlesen, bis ich es wirklich verstanden habe. Deswegen denke ich mir, wäre es ganz sinnvoll, wenn ich das auch in einem Video dann erwähnen würde. Dann Regeln und Infos zum Spiel selbst. Sprich, mal ganz weg von der Welt, sondern einfach nur rein zum Spiel, zum LARP. Da würde ich euch ganz gerne auch noch ein paar Infos geben, denn gerade für Leute wie mich, die noch nie in einem LARP waren, sondern für die das das allererste LARP ever ist, ist es wahrscheinlich auch ganz sinnvoll, wenn man da ein bisschen speziellere Infos zu einem LARP selbst bzw. zu diesem LARP hat. Denn das ist ja nicht irgendeins, sondern ein Nordic LARP. Das sind nochmal spezielle Unterkategorien, sage ich mal. Das ist eine ganz spezielle Art von LARP. Darauf werde ich dann im dritten Video auf jeden Fall nochmal genauer eingehen und da gibt es auch einige viele Infos zu. Da habe ich, das wird wahrscheinlich eines der längeren Videos. Dann als nächstes habe ich mir rausgesucht Infos zum Inplay. Sprich, ich gehe auf das LARP-Spiel selbst genauer ein. Wie spielt man es? Was sind die bestimmten Dinge, auf die man in diesem LARP achten sollte? Weil es ist ja nun mal ein LARP von und mit Zauberschülern. Und da gibt es natürlich immense Unterschiede zu normalen mittelalterlichen LARPs oder sowas. Und da werde ich dann noch mal ganz genau darauf eingehen, was sind die speziellen Punkte in diesem LARP, die man beachten sollte oder auf die es hier ankommt. Und dann war es das schon mit meiner Infosammlung. Dann kommen natürlich noch Infos zu den Häusern. Es gibt ja fünf verschiedene Häuser in diesem LARP, so ähnlich wie bei Harry Potter, aber hier sind es halt fünf. Und auf die werde ich auch nochmal gesondert eingehen. Das heißt, ich werde für jedes Haus ein Video machen. Reicht auch, weil es gibt zu jedem Haus wirklich massig Infos. Und dann natürlich zu den verschiedenen Jahrgängen. Die Jahrgänge werden aber wahrscheinlich ein Video werden, weil das jetzt nicht so furchtbar viele Infos sind, hoffe ich zumindest. Dann zu den verschiedenen NSC bzw. Nicht-Schülerrollen. Es gibt da auch Rollen wie zum Beispiel den Schuldirektor. Das Kollegium, sprich die Lehrer, es gibt den Pedell. Der Pedell ist in diesem Fall sowas wie ein Hausmeister, also ein Mr. Filch in etwa. Und dann gibt es noch Geister, es gibt noch sowas wie Hauselfen und es gibt einfach noch massig, massig andere Charaktere, die man spielen könnte. Und auf die möchte ich auch nochmal gesondert eingehen. Sowas zum Beispiel. Das werden alles so Dinge sein, die kommen werden, die euch jetzt erwarten werden in den nächsten Tagen und Wochen. Ich kann nicht versprechen, wie lange ich für diese Reihe brauchen werde, denn ich habe jetzt nur noch diese Woche Urlaub und ich weiß nicht, ob ich das alles in dieser Woche schaffe. Ich werde mir Mühe geben, dass ich das wenigstens alles aufgenommen bekomme. Das Bearbeiten ist ja gar nicht so das Problem. Das schaffe ich auch, wenn ich arbeiten gehe, aber das Aufnehmen ist halt immer recht schwierig. Und ja, deswegen würde ich sagen, mache ich mich dann mal ran. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, wie ich es bin. Und vor allem hoffe ich sehr, dass ich euch mit diesen Infos ein bisschen weiterhelfen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es läuft. Und vor allem bin ich sehr gespannt, ob es denjenigen, die dann tatsächlich aufs College of Wizardry gehen, auf das LARP, ob es denen tatsächlich weiterhelfen wird. Weil ich muss zugeben, mich hat das Design-Dokument zeitweise ziemlich verwirrt, wo ich dann echt auch die Leute, also es gibt auf Facebook so eine Gruppe, für alle College of Wizardry-Teilnehmer vom Nibelungen. Da sollten im besten Fall dann im Endeffekt auch alle drin sein, weil da gibt es immer die neuesten Infos dann auch und die neuesten Updates zu den Planungen. Da sind jetzt auch vor kurzem die Charakterbögen ausgestellt worden, dass man halt jetzt so angeben kann, welchen Charakter man gerne hätte. Da werde ich auch noch drauf eingehen übrigens, auf den Charakterbogen. Und ja, in dieser Gruppe habe ich die Leute so derbe mit Fragen genervt. Das war schon nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich muss den echten Kuchen backen, wenn ich da hingehe und ihnen einfach danken dafür, dass sie mir diese 100.000 Fragen, die ich einfach hatte, beantwortet haben. Ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige mit Fragen, aber ich bin halt die Einzige, die immer in der Gruppe stellt. Und ich denke mir so, Alter, Leute, warum bin ich eigentlich die Einzige, die so viele Fragen hat? Ich war halt noch nie im Lab und deswegen ist das vielleicht ein bisschen auffällig. Okay, ja, jetzt genug gelabert. Schon wieder 12 Minuten. Das ist eigentlich nur ein Einführungsvideo, verdammte Kacke. Ha, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr freut euch auf die Reihe. Ich auf jeden Fall. Viel Spaß.
Spaß und bis dann. Ciao. Ah, scheiße, das hatte ich vorher schon mal erwähnt. Puh. Outtakes. Ich hoffe ja, dass ich bei den meisten Videos keine Outtakes brauchen werde. Was wahrscheinlich auch noch kommen wird. Ich kann jetzt noch mal ein paar Infos raushauen. Hey, yeah, Infovideo, Vlog, for the win.